Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Do-It-Yourself-Video. Ja, wie ihr sehen könnt, waren mein Freund und ich am Wochenende sehr fleißig, denn wir haben zum einen eine Rennbahn für Barney gebaut und ich finde, die ist mega cool geworden. Noch besser, als ich mir gedacht habe. Und hier links haben wir eine Etage für Mr. Dixon gebaut, sowie eine Regenbogenbrücke, die ich auch sehr niedlich finde. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen. Und ja, wenn ihr Lust habt, so etwas nachzubauen, dann schaut euch einfach dieses Video an. Ich habe euch alles Schritt für Schritt erklärt und alles aufgezeichnet. Und vielleicht bekommt ihr denn ja Lust, so etwas nachzubauen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich persönlich fand es nicht schwierig. Es ist sehr einfach nachzubauen, wenn ihr eine helfende Hand dabei habt, die euch die Teile zusägt. Und ja, der Rest ist eigentlich alles selber in Eigenhand zu machen. Und ja, ich würde mal sagen, viel Spaß beim Video. Als allererstes nehmt ihr euer Pappelholz und zeichnet es euch entsprechend auf. Je nachdem, wie groß ihr nachher die Rennbahn haben möchtet. Anschließend sägt ihr die Teile aus. In unserem Fall haben wir eine Stichsäge benutzt. Ihr könnt aber auch ganz normal eine Laubsäge benutzen. Die bekommt ihr in jedem Baumarkt. Nachdem ihr die Teile ausgesägt habt, ist es wichtig, dass ihr die Kanten ordentlich schleift, damit keine scharfen Kanten zurückbleiben und die Hamster sich nicht verletzen können. Anschließend haben wir uns die Stelzen zurechtgesägt. Diese haben wir auf 25 cm gekürzt. Insgesamt haben wir 8 Stelzen gesägt, damit die Rennbahn nachher einen guten Halt hat. Wichtig ist auch, dass ihr hier schön die Kanten jeweils abschleift, damit ihr auch die Stelzen nachher gut an die Unterfläche rankleben könnt. Zuletzt haben wir uns die beiden Treppen zurechtgesägt, die wir jeweils der Rennbahn angepasst haben, je nach Breite und je nach Länge. Hier seht ihr alles nochmal im Überblick. Da die Rennbahn in L-Form verläuft, haben wir diese zweiteilig gebaut. Nun ist Mr. Dixons Etage dran. Wir haben uns das entsprechende Maß wieder auf das Pappelholz aufgezeichnet, je nach Länge und je nach Breite. Für den Rundbogen vorne an haben wir einen Zirkel benutzt. Jetzt müsst ihr euch nur noch die Treppe aufzeichnen und beide Teile aussägen. Schon habt ihr das Grundlegende für eure Etage. Jetzt kann das Basteln beginnen. Als Holzleim habe ich den von Ponal benutzt. Den könnt ihr gerne für eure Hamstergehege verwenden. Da Barneys Rennbahn aus zwei Teilen besteht, haben wir diese zunächst zusammengeklebt und an der Unterseite noch extra ein Holzstück befestigt, damit die Rennbahn einen schönen Halt hat. Jetzt kommt die Abgrenzung dran. Ihr müsst einfach mit euren Holzleim an Rand eine Linie ziehen und dann Stück für Stück, Dübel für Dübel aneinander kleben. Benutzt hier auf jeden Fall schön viel Holzleim, damit eure Dübel nachher gut halten. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr mit eurer Abgrenzung fertig seid. Je nachdem, wie weit ihr sie haben möchtet, klebt ihr Dübel für Dübel aneinander. Jetzt kümmert ihr euch um eure Treppenaufgänge. Damit die Treppe nachher einen guten Halt hat, klebt ihr jeweils auf die Unterseite ein Dübel drauf. Das gleiche macht ihr an der Etage. So braucht ihr die Treppe einfach nur nachher auf die Etage reinhängen. Damit euer Hamster die Treppen besser nutzen kann,
klebt ihr entsprechend in gleichen Abständen Dübel drauf, die als Treppenstufe dienen. Dasselbe Prinzip wendet ihr nun auch an eurem zweiten Treppenaufgang an. Zu guter Letzt müssen nur noch die Stelzen befestigt werden. Dazu haben wir uns mit Leim entsprechende Punkte gekennzeichnet und die Stelzen raufgeklebt. Nun ist Mr. Dixons Etage dran. Dies verläuft nach dem gleichen Prinzip. Ich habe mir wieder mit Holzleim eine Linie gekennzeichnet und die entsprechenden Dübel Stück für Stück und Reihe für Reihe rangeklebt. Nachdem ihr die Abgrenzung fertiggestellt habt, ist nun der Treppenaufgang dran. Dies verläuft wieder nach dem gleichen Prinzip. Ihr klebt einfach Dübel für Dübel aneinander. Und vergisst nicht die Treppenstufen in der Mitte, so dass der Hamster gut die Etage erreichen kann. Wenn ihr alles fertig befestigt habt, dann lasst den Leim gut trocknen. Dies geht relativ fix. Und voilà! Hier haben wir unsere drei Kunstwerke. Ich möchte euch gerne das jetzt alles nochmal im Einzelnen zeigen und kurz erläutern. Ja, hier rechts seht ihr die Rennbahn für Barney. Die haben wir ganz normal, wie schon gesagt, aus Pappelholz gefertigt. Einfach euch das entsprechende Maß zusägen und eurem Gehege anpassen. Die Grenze hier haben wir aus ganz normalen Holzdübeln gemacht. Da haben wir einfach Holzkleber genommen und einzeln die Dübel in Reihe gesetzt. Einmal hier rum, genauso wie hier vorne. Ja, als Stelzen habe ich auch ganz normale Holzleisten oder Holzstrebe besorgt. Die haben wir uns dann passend zugesägt auf die Höhe, je nachdem wie ihr das haben wollt und wie hoch ihr immer einstreut. Ja, die Treppe haben wir auch ganz normal aus Pappelholz gemacht und mit längeren Holzdübeln kleine Stufen gebaut und raufgeklebt. Ja, die Leiter, das sieht natürlich jetzt ein bisschen hoch aus. Im Gehege ist ja nachher eingestreut, deswegen kommt die Brücke dann ja auch nachher ein bisschen höher. Und sie ist ja nicht so schräge jetzt, wie sie hier dargestellt ist. Genauso wie auf der anderen Seite, da habe ich diese kleine Engelsfigur untergestellt, damit ihr euch das denken könnt, wie es nachher aussieht. Ja, als Befestigung haben wir das ganz einfach gelöst, indem wir hier oben einen Dübel rangeklebt haben, oben auf die Platte, genauso wie hinten auf die Treppe. Und dann könnt ihr ganz einfach die Treppe hier einhaken und es kann so gut wie nichts mehr passieren. Hier links haben wir die Etage für Mr. Dixon. Die ist aus dem gleichen Prinzip wie die Rennbahn für Barney. Hier haben wir dann auch ganz normal Pappelholz genommen und uns das entsprechend auf Maß zugeschnitten. Als Rand habe ich wieder Dübel, also Holzdübel benutzt, genauso wie für die Treppe. Da habe ich diesmal einen Rand geklebt und hier Dübel jeweils als Treppenstufen. Und hier ist auch wieder das gleiche Prinzip, indem wir hier einen Holzdübel auf die Etage geklebt haben und entsprechend einen hier unten an der Treppe. So kann das dann ganz normal wieder hier eingehakt werden und das Ganze ist dann nachher rutschfest. Die Regenbogenbrücke ist auch ganz einfach nachzumachen. Ihr braucht einfach euch nur ein Muster ausdenken, welches ihr auf das Pappelholz zeichnet. Das schneidet ihr dann entsprechend aus und benutzt diese Schablone auch für die andere Seite. So habt ihr 1:1 identische Seitenteile. Ja, den Brückenaufgang bzw. den Brückenübergang hier habe ich auch mit Holzdübel
fertig gemacht und das habe ich ganz einfach gelöst, indem ich mir einen Eimer genommen habe und in den Eimer quasi Dübel für Dübel aneinander geklebt habe. So bekommt ihr einen schönen runden Bogen und es ist auf jeden Fall einfacher, als wenn ihr erst die Schablonen anfertigt und dann Dübel für Dübel nebeneinander klebt. So habt ihr einen schönen, identisch geraden Übergang und es ist auf jeden Fall ganz einfach zum Nachbasteln. Ja, das sind jetzt hier unsere drei Kunstwerke und ich werde sie jetzt schön in das Gehege jeweils platzieren. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt.